Mit dem Haus verbinde ich wunderschöne Kindheitserinnerungen. Ich bin hier mit meiner Oma aufgewachsen. Man hat zusammen gelacht, Feste gefeiert. Alles drumherum war einfach wunderschön. Mein Opa, der hat das Haus mit eigenen Händen aufgebaut und ist dann aber leider sehr früh verstorben. Da war meine Mama noch ein junges Mädchen. Und so ist es dazu gekommen, dass das ein reiner Frauenhaushalt immer war und dass der handwerkliche Mann da immer gefehlt hat. Das habe ich im eigenen Leib spüren müssen, wo ich in das Haus eingezogen bin und wirklich stündlich heizen musste. Darum habe ich mich dann auch entschlossen, um das Haus dann neu zu übernehmen und zu sanieren. Die Pelletsheizung habe ich darum gewählt, weil mir der Rohstoff Holz auch sehr viel bedeutet, weil es einfach in unseren Wäldern wächst, bei uns im ganzen Wald. Das Energieinstitut Vorarlberg hat eine große Rolle gespielt, weil ich als damals alleinstehende Frau mir einfach keinen Rat mehr gewusst habe, an wen wende ich mich, bei was. Und die waren wirklich sehr große Hilfe. Mir war besonders wichtig bei der Sanierung, dass der Flair vom Haus blieb. Da gab es meine Kindheitserinnerungen, die Türstock mit Herzchen verziert von meinem Opa und auch die Holzdecken. Vor ein paar Jahren habe ich meine Freizeit damit verbracht, zum Holz zu biegen. Der Vorteil einer Pelletsheizung ist, dass ich nur ein paar Knöpfe drücken muss und es dann warm im Haus hier.